Neben einem furiosen Heimauftritt des VfB Stuttgart am vergangenen Samstag gegen Red Bull Leipzig sollte es auch noch die ein oder andere Aktion der Cannstatter Kurve gegen die Dosen aus Sachsen geben. Bereits vor dem Spiel machte das Kommando Cannstatt mit einem Infoartikel unter dem Motto "Ein Investor will Kunden wie bei RB und keine kritischen Kurven" auf das Problem mit dem unbeliebten Gegner aufmerksam. Im Zuge der Partie sollten sich dann ein paar unbelehrbare Schwaben auf den Weg in den Oberrang über den Gästeblock bewegen, um dort hunderte vermeintliche Infoblätter in den Leipziger Block zu werfen. Wie die Gäste aus Sachsen schnell durch das Lesen der DIN A4-Blätter erfuhren, handelte es sich bei den geworfenen Zetteln um ein Kreuzworträtsel. Passenderweise erschien zeitgleich dazu der Spruch "Warum man so ein Konstrukt unterstützt, bleibt uns ein Rätsel" in der Cannstatter Kurve von der Gruppierung Schwabensturm. Auf dem Kreuzworträtsel für die Leipziger war Folgendes zu lesen: "Wenn du diese Zeilen liest, stehst du vermutlich gerade im Gästeblock des Neckarstadions, um deinen Verein zu unterstützen. In deinem besonderen Fall jedoch eher das Konstrukt, das sich bei dir in der Region angesiedelt hat. Obwohl angesiedelt noch zu schön umschrieben ist. Faktisch hat man sich in einen bestehenden Verein eingekauft und für die eigenen Zwecke neu gebrandet. Alles nur, damit der Brausekonzern aus Österreich eine Werbeplattform im deutschen und europäischen Fußball erhält. Trottel gibt es überall in Deutschland, aber scheinbar ist der Plan, hochklassigen Fußball in deiner Region anzubieten, halbwegs aufgegangen. Denn wenn solche Leute wie du dafür bezahlen, nehmen sie billigend in Kauf, ein zerstörerisches Konstrukt zu unterstützen, um Erstligafußball, nein sogar internationalen Fußball vor der Haustür zu sehen. Wir wollen inhaltlich gar nicht auf das Konstrukt Red Bull Leipzig eingehen. Dazu wurde alles gesagt und du stehst trotzdem hier. Also entweder ist es dir egal, du verstehst es nicht, oder du willst es einfach nicht verstehen. Nein, heute geht es um dich. Hier bekommst du nochmals schwarz auf weiß, warum wir dich hassen bzw. warum große Teile Fußball Deutschlands dich und die Leute um dich herum hassen. Dazu wollen wir dir hier ein bisschen auf die Sprünge helfen, also fülle einfach das Kreuzworträtsel aus." Nach Ausfüllen aller Fragen ergab sich daraus das Lösungswort "traditionslose Bastarde". Neben der durchaus kreativen Aktion seitens Stuttgart wollen wir auch noch auf eine provozierte Spielunterbrechung durch das Werfen von dutzenden Tennisbällen einiger VfB-Ultras nach der 12. Minute erwähnen. Auch spielte die Szene aus Cannstatt noch einmal auf die Vorfälle aus dem Bochumer Ruhrstadion von vor einer Woche an, wo man den Verein für Leibesübungen kurzerhand in Verein für Lügengeschichten umdichtete. Auch ein deutliches Spruchband gegen Red Bull kam in der Cannstatter Kurve noch einmal zum Vorschein. Das furiose Spiel konnte der VfB mit 5:2 für sich entscheiden. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.